Hallo und herzlich willkommen erst einmal. Mein Name ist Michael Mattes und ich bin im Bereich digitales Marketing und digitale Kommunikation unterwegs. Und ich habe heute mitgebracht zwei, die sich ganz besonders gut auskennen mit dem Terrassenkonfigurator. Und das ist einmal der Kollege Christian Bühring von Weltholz. Hallo Christian. Moin. Hi. Und den Kollegen Marc Moser, der auch sehr viel in der Entwicklung von dem Terrassenkonfigurator unterwegs ist. Hi, Marc. Hi, hallo zusammen. Genau, und die beiden werden uns gleich jedes Detail der Terrassenkonfiguration oder des Terrassenkonfigurators erläutern und was das für umfassende Möglichkeiten bietet. Es soll natürlich genutzt werden und keiner soll mit irgendwelchen Herausforderungen oder mit Fragen alleingelassen werden. Und deswegen zeichnen wir auch dieses ja, Seminar auch auf. Das heißt, Sie können das auch im Nachgang auch nochmal anschauen und nochmal zurückblättern, je nachdem, ob Sie da nochmal eine Hilfestellung brauchen. Ganz kurz, bevor wir loslegen, zwei technische oder ablauftechnische Dinge. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die natürlich sehr, sehr gerne jederzeit in die Fragen- und Antwortfunktionen einfach eintragen, beziehungsweise können Sie die F&A-Funktion oder den Chat dann entsprechend nutzen. Noch ein kleiner Hinweis am Rande, und zwar die Klöpfer Outdoor-Broschüre. Die können Sie sich gerne runterladen auf klöpfer.de. Da ist das komplette Terrassensortiment auch hinterlegt. Und ja, blättern Sie einfach mal durch. Sie werden auch sehen, dass Sie auch einiges in unserem Terrassenkonfigurator finden, aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, bevor wir jetzt um den heißen Brei herumreden, übergebe ich das Wort gleich an den Christian Bühring. Ich ziehe mich zurück, sammle Ihre Fragen. Bitte löchern Sie unsere Kollegen ganz, ganz dolle. Und genau, dann wünsche ich erstmal viel Spaß und Christian, du hast das Wort. Ja, Michael, vielen Dank für die Einleitung und ja, herzlich willkommen meinerseits. Mein Name, wie eben schon gesagt, Christian Bühring. Ich bin bei Weltholz Sortimentsleiter für die modernen Werkstoffe, die dann eben auch ein wesentlicher Bestandteil des Konfigurators sind und wo wir eben dann zugesehen haben, dass wir die richtigen Komponenten für Sie beratungssicher miteinander verknüpfen, sodass Sie auch zu der richtigen Terrassendiele die richtige UK, die richtigen Clips und so weiter finden und das Ganze ja, relativ beratungssicher für Sie dann übergeben können. Ja, steigen wir mal ein. So. Und teilen den Bildschirm als erstes. So, und dann die für Sie wahrscheinlich allseits bekannte Ansicht der Klöpfer-Startseite klöpfer.de. Und dort haben Sie eben verschiedene Möglichkeiten, in den Konfigurator einzusteigen. Einmal funktioniert das eben hier über die Startseite. Wenn Sie etwas nach unten scrollen, finden Sie hier das Fenster von dem Terrassenkonfigurator. Dann gibt es die Möglichkeit, hier über den Service den Terrassenkonfigurator zu finden, der dann oder in der zweiten Reihe mittig angeordnet ist. Und die dritte Möglichkeit, ich bin jetzt hier über das Konto eines Kollegen angemeldet und die dritte Möglichkeit ist dann eben, dass Sie, wenn Sie eingeloggt sind, dort Ihre Terrassenplanung finden und den Terrassenkonfigurator finden. Also die drei Zugangsmöglichkeiten über Klöpfer haben Sie dort an der Stelle und ich wähle jetzt einfach mal die einfachste, einfach hier auf den Terrassenkonfigurator klicken. Dann kommen Sie zur Webseite klöpfer.de/Terrassenkonfigurator und dort können Sie dann einfach den Terrassenkonfigurator starten. Dann kommt als erstes die Abfrage, ob Sie Ihre Wunschterrasse konfigurieren möchten oder eine bereits vorhandene Konfiguration laden möchten. Also das ist nachher Dreh- und Angelpunkt. Jede Konfiguration ist quasi einzigartig, bekommt eine eigene Vorgangsnummer, sodass Sie selbst oder auch der Kollege bei Klöpferholz, bei dem Sie bestellen wollen oder noch gewisse Nachfragen haben, der kann ebenfalls die einzigartige Nummer aufrufen und dort nachschauen und mit Ihnen gemeinsam durchgehen. Macht man dann Änderungen und speichert dies erneut, wird automatisch eine neue Konfigurationsnummer vergeben, sodass wirklich die Eindeutigkeit erhalten bleibt. Ja, weil wir noch keine Konfiguration an der Stelle erstellt haben, wählen wir jetzt hier den Punkt Wunschterrasse konfigurieren. Dann sehen Sie, dass Sie nicht mit einem leeren Bildschirm starten müssen, sondern ja, erstmal eine pauschale Terrasse angegeben haben.
Und Sie haben hier die Möglichkeit, wenn Sie das zusammen zum Beispiel mit Ihrem Endkunden machen, sind bei Klöpferholz hier Ihre persönlichen Preise hinterlegt und die laufen hier auch für Sie persönlich mit. Wenn Sie das sozusagen dann mit Ihrem Endkunden gemeinsam planen und später Ihre Kalkulation für sich selber machen, gibt es hier oben die Funktion mit dem i und dort kann man das Ganze eben preislos machen. Ja? Also mit i, mit Preisen und klickt man einmal aufs i ohne Preise. Das für Sie ganz wichtig. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen mit den Preisen, die hier für das Kundenkonto hinterlegt sind. Und Sie werden jetzt sehen, bei jeder Änderung, die wir machen, Terrasse größer, kleiner, andere Diele, läuft der Preis immer automatisch mit und Sie haben immer gleich Ihren Preis für die dort vorhandene Terrasse. Ja, der Einstieg ist dann eben mit dem Terrassenbelag, dann nachher die Terrassenform und so weiter und so fort. Wir können jetzt zum Beispiel hier alle für den Klöpferstandort zugeordneten Terrassendielen hier finden. So haben wir beim Holz dann zum Beispiel Bankirei, Kumaru, Garapa, IP oder eben auch unsere Kebonis. Und Sie sehen schon rechts aus dem Bild noch für einige mehr. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, dann das WPC-Produkt zu wählen, was Sie möchten. Lifecycle, Timbertech, UPM Profi, Piazza One und dann eben Millboard. Ja, Marc, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ein Holz Kevony. Von mir aus sehr gerne, Christian. Das ist doch eine schöne Sache. Und wir nehmen die bestverkaufte Diele bei Kevony, ist die Diele mit der seitlichen Nut. So, dann haben wir die Diele quasi ausgewählt und es wird automatisch auch hier unten bei den Terrassenmaßen, wenn man die ausblendet, sieht man auch immer die Unterkonstruktion, so wie sie jetzt angeordnet ist. Es wird immer automatisch auch der bestmögliche Unterkonstruktionsabstand für die Diele gewählt. Sodass eben auch da die Optimierung stattfindet. Ja, und dann können wir eben sagen, welche Dielen wir haben wollen. Die Optik der Terrasse ist hiermit das Entscheidende für die Konfiguration. Das heißt, im Wesentlichen stellen Sie mit Ihrem Kunden oder auch für sich die optimale Optik ein, so wie es Ihnen am besten gefällt. Und der Konfigurator optimiert daraus die Längen. Bei der Beispielterrasse, die hier jetzt gerade ist, sieht man, dass er eben hier auf die 3 Meter zugegriffen hat und die 3 Meter jetzt quasi hier auch das Optimum wären für diese Wunschterrasse. Man kann auch bestimmte Längen ausscheiden lassen oder eben wählen. Wir können das Ganze jetzt mal, ja, wenn wir sagen, Mensch, unsere Terrasse ist 4 Meter, dann wählt er die automatisch die nächstbeste Diele und das wäre dann eben die Länge 4,20 Meter. Ne? Und Sie sehen, er optimiert dann aus den Längen, alle, die hier markiert sind. Wir hätten jetzt auch sagen können, okay, wir nehmen noch die 45 dazu, dann fällt die kürzeste an der Stelle weg. Und dann ist die Optimierung eben aus den Längen. Und Sie sehen, weil wir die Wunschlänge 4 Meter eingetragen haben, ist das meiste dann eben in 4,20 Meter Dielenlänge. Und 45 war jetzt hier quasi sinnlos. Gibt es nur ein Stück, weil man da anscheinend irgendwo eine Stelle gut schneiden kann. Und ansonsten sind noch optimal eben 23 Dielen in 3,60 Meter. Ja, das ist aber nur mal so die Grunderklärung. Wir könnten auch sagen, ja, soll aber ohne 4,20 oder ohne 3,90 sein, dann können wir die Diele einfach wegklicken oder wir haben auch keine 3,60 mehr, sondern bitte mache mir das Optimum aus 4,20 und 5,40. Dann würde das Ganze eben so aussehen, dass er optimiert bei der Terrassengröße, dann geht er hauptsächlich auf 4,20 Meter. Gut, und wie Sie sehen, läuft der Preis quasi immer mit. Wir sind jetzt bei 11.600. Jetzt nehmen wir mal die 360 wieder rein. Dann kann er halt etwas optimieren und von 11.600 auf 11.400 kommen. Ja.
So, und da wird quasi aus dem Besten der Möglichkeiten das Optimum gewählt, um die Terrasse zu konfigurieren. So, jetzt hab ich ja gesagt, dass wir ja hier die Standardeinstiegsform jetzt mal gerade eben lassen. Und wir haben aber auch die Möglichkeit, verschiedene Grundrisse zu wählen. Zum einen können wir hier drin rumzaubern, können sagen, okay, ich ziehe die Terrasse mit der linken Maustaste etwas schmaler oder verkürze sie oder verlängere sie oder ich habe einen Steg. Also das ist mit den Maßen, kann man hier frei mit der Maus entscheiden. Oder hier eben auf der linken Seite mit den Terrassenmaßen. Die kann man dort eben eingeben. Alles in Zentimeter. Jetzt könnten wir sagen, wir haben 800 Zentimeter Länge und 4 Meter Breite, also eine 32 Quadratmeter Fläche. Und dann wird das auch so dargestellt. Ja, dann haben wir die Möglichkeit, auch das gleich als L zu machen oder als T oder als U oder eben als O, wenn in der Mitte zum Beispiel ein Pool wäre. Oder wir können komplett freizeichnen. Ja, und die Freizeichnung lässt Ihnen quasi alle Möglichkeiten. Und wir können ganz nach unserem Wunsch irgendeine Terrasse hier zeichnen. Sie sehen, es wird immer auch gleich nach dem Zeichnungspunkt gefragt, soll die Länge wirklich so sein? Vielleicht hat man es mit der Maus nicht ganz getroffen und ich wollte nicht 3,58, sondern ich wollte 3,62. Dann kann ich das hier an der Stelle noch nachkorrigieren und ich kann eben auch noch den Winkel nachkorrigieren. Ja, ich wollte nicht 139, sondern ich wollte 145 Grad an der Stelle haben. Und das wird dann automatisch übernommen mit dem OK und mit der Länge OK. Und dann haben wir das an der Stelle so gemacht. Muss man nicht so machen, man kann auch, wenn ein das stört, die Zeichnungshilfe ausschalten. Das geht dann hier unten unter der Zeichnung und dann kann man eben so freihand weiterzeichnen, wie ich es vorher getan habe, wenn man eben so mit der Maus gut dabei ist. Ich möchte die Zeichnungshilfe jetzt mal wieder reinhaben. Für mich passt das da an der Stelle so und ich schließe einfach mal die Form ganz individuell, so wie mir jetzt gerade danach ist. So wäre dann meine individuelle Terrasse an der Stelle. Ja, dann habe ich auch immer noch wieder die Möglichkeit, das mit der Maus etwas nachzukorrigieren. Ja, auch später, wenn die Konfiguration fertig ist, wäre noch die Möglichkeit, wenn sich Maße am Bau oder wie auch immer ändern, kann ich reingehen, kann das verändern und nachträglich anpassen. Wir haben auch die Möglichkeit, weitere Flächen in die Fläche hinzuzufügen. Ja, wenn es zum Beispiel irgendwo ein Beet gibt oder ja, irgendwas für einen Baum soll eingeplant werden, ja, dann können wir hier sagen, okay, ich brauche hier eine kreisrunde Form oder ein Jacuzzi oder was auch immer auf der Terrasse so sein kann. Und dann kann ich eben den Radius hier anpassen und kann sagen, nee, der Radius ist eben nicht 2 Meter, so wie es da gerade noch war, sondern wir haben nur 1 Meter, also 100 Zentimeter. Ja, dann passt er das an. Wenn es dann nicht an der richtigen Stelle liegt, dann kann man das eben auch mit der Maus verschieben. Und Sie sehen, Sie kriegen gleich ein paar Maße mitgeliefert, ja, woran man sich orientieren kann. Von links 1,60, von rechts 8 Meter, was auch immer man sich von der Baustelle dann mitgenommen hat oder von der technischen Zeichnung, kann man eben dann hier mit anpassen und einfügen. Ja, also das sind so ein paar Grundformen dazu. Bevor ich den nächsten Punkt nehme, gehe ich einmal zurück hier auf die Grundform, und habe auch die Möglichkeit, Grundrisse hochzuladen. Das heißt, da ist vielleicht schon mal eine Planung gemacht worden oder es liegt eine technische Zeichnung vor, oder so wie hier jetzt von mir selber gezeichnet, mal eben eine Handskizze. Einfach mal als Test kann man sich jegliches Bild, Sie sehen hier PNG, JPG, PDF dort hochladen. So, und dann sehen Sie meine eben mal fix gemachte Handskizze.
Und das geht natürlich genauso gut mit der technischen Zeichnung. So, und dann habe ich die Möglichkeit, quasi auch hier meine Punkte hochzusetzen. Ja, und ich habe hier jetzt nur eine Seitenangabe. Und Sie sehen, jetzt zeigt er 1,70 m an. Und hier wird jetzt die Zeichnungshilfe interessant. Jetzt kann ich, so wie es dort angegeben ist, die 4,40 m eben hier anpassen auf 440 Zentimeter. Und dann wird meine ganze Skizze hochgerechnet. Ja, natürlich jetzt so groß geworden, dass das erstmal außerhalb des Bildes ist, aber ich kann das eben durch normales Scrollen einfach wieder weiter entfernen. Ja, und so habe ich jetzt die Möglichkeit, eben nach der technischen Zeichnung oder hier der Büringschen Handskizze das alles zu machen. Auch hier kann ich wieder die Winkel eingeben und kann meine Terrasse der Zeichnung folgend einbringen. Nicht ganz getroffen. So, jetzt müsste man den Winkel natürlich etwas korrigieren. Können wir an der Stelle mal machen. Das sind dann nur 95 Grad und schon bin ich wieder im Rennen und folge meiner Zeichnung. Und dann eben, wenn ich nicht auf A gehen möchte, dann kann ich auch einfach sagen, Form schließen. Und dann schließt er die Form eben automatisch. Und fertig haben wir dort meine Terrasse. Und kann dann eben wieder gucken, durch Ausblenden der Terrassenmaße habe ich dann wieder die Unterkonstruktion und kann damit weiter tüfteln. Ich nehme die Form jetzt mal einfach mit in die nächste Funktion. Was natürlich auch wichtig ist für die Auswahl der Unterkonstruktion und der richtigen Terrassenlage, ist die Angabe der Höhe. Ja, und die Höhe ist immer voreingestellt auf 12 cm, weil das so eine, ja, aus der Erfahrung heraus die mittlere Standardhöhe für Terrassen ist. Und ich gebe das jetzt einfach mal auf 15 cm. Und dann, ja, Moment, ich gehe mal einmal wieder zurück, damit Sie das verfolgen können. Gehe nochmal auf 12, ja, und dann sind wir bei 6.933 € und haben die Terrassenlage Standard in der kleinen Größe. Und wenn ich dann jetzt auf 15 gehe, dann verändert sich der Preis von 6.933 auf 77. Und das einfach, weil ich dann die nächste Höhe der Terrassenlage dort habe. Ja, das können wir an der Stelle so lassen. Also die Höhe, die dort eingegeben wird, können Sie auch immer hier über das Fragezeichen dann sehen. Die Höhenpunkte, die dort angegeben sind, ist immer also Oberkante des Bodens bis Oberkante des Terrassenbelages, also die Gesamthöhe der Terrasse. Wenn ich ja, eine gleichmäßige Fläche habe, dann passt das mit 15 cm, aber es kann auch sein, dass ich ja irgendwo Gefälle drin habe, weil da irgendwo ein Loch ist oder ein Abfluss oder wo gerade irgendwas ist, keine Ahnung, oder was ich da überbrücken muss. Und dann kann ich auch die einzelnen Punkte zusätzlich mit einer Höhe versehen. Wir könnten jetzt sagen, Punkt F, also der hier vorne links, ist jetzt nicht 15 cm, sondern ist 20 cm. Dann passt sogar noch dasselbe Terrassenlager an der Stelle. Gehen wir mal auf 25, damit da auch wirklich noch ein anderes Terrassenlager kommt. Und dann ändert sich der Preis. Und dann sehen wir jetzt zwei Positionen Terrassenlager. Eben einmal das mit der mittleren Höhe und einmal das mit der Maximalhöhe. So, ich kann auch ganz Abstruses eingeben, wenn ich sage, meine Terrassenhöhe ist jetzt 100 Zentimeter. Dann macht das der Konfigurator an der Stelle nicht mit, sondern bremst sie und sagt, Achtung, so hoch kannst du die Terrasse nicht planen, sondern mit den Mitteln, die wir haben, geht es maximal auf 46 Zentimeter. Ja, und dann haben wir eben noch zusätzlich die Adapter da drin, um die Terrassenlage dann noch weiter zu erhöhen. Ja, und so kann man eben verschiedene Höhenreferenzen dann an der Stelle einfach einplanen. Ja, also Terrassenbelag wählen, Terrassenformen wählen oder eben hochladen, die Höhenpunkte eingeben. Das sind so quasi die Grunddinge dann der Terrasse.
Und dann kommen wir eigentlich zu dem nächsten Punkt des Designs, weil wir verschiedene Verlegemöglichkeiten Christian, kann haben. ich denn zusätzliche Punkte noch in die Zeichnung einfügen? Das ist natürlich auch noch möglich. Wir könnten, wenn wir noch irgendwelche außergewöhnlichen Höhen haben, können wir eine weitere Höhenreferenz noch anzeigen und könnten sagen, okay, an der Stelle hab ich irgendwas, ist eine Kuhle, ist mein Drainageabfluss oder was auch immer und kann auch an der Stelle sagen, dort ist die Terrasse eben dann auch, was weiß ich, 30 Zentimeter tief oder die Gesamthöhe 30 Zentimeter tief. Und so habe ich dann auch die Möglichkeit, wenn ich einzelne Vertiefungen in der Terrasse hätte oder unter der Terrasse hätte, kann ich dort auch weitere Höhenpunkte angeben. Danke, Marc, für den Hinweis. Gut, jetzt zurück zum Schickmachen der Terrasse. Ja, voreingestellt haben wir den Halbverband. Ja, weil das optisch eigentlich eine aufgenommene Geschichte ist. Wir haben dann eben auch die Möglichkeit des Fugenschnitts, also gerader Schnitt. Das sieht dann so aus. Oder wir haben die Möglichkeit des Drittelverbands. Und damit hat man dann eben dementsprechend andere UK-Abstände, so wie es dann wieder ausgemittelt ist und so weiter. Ne, das läuft halt automatisch immer im Hintergrund mit. Ich klicke mich jetzt nochmal durch. Also das ist der Drittelverband. Das ist der gerade Schnitt der Fuge. Und das hier ist dann eben der Halbverband. Ja. So, wir bleiben mal beim Halbverband und haben eben auch die Möglichkeit, noch Rahmendielen einzuziehen. Das heißt, wir könnten links und rechts Rahmen einbauen. Und wir können auch individuell Rahmen einbauen. Wir können sagen, eine Querdiele im Stoß. Und die kann man entweder automatisch platzieren oder eben manuell hinzufügen und sagt Querdiele hinzufügen. Und könnte dann nach Belieben, wo auch immer es einem am besten passt, aus welchen Gründen auch immer, könnte jetzt hier sagen, ich möchte an der Stelle eine Querdiele haben und ich möchte an der Stelle eine Querdiele haben und übernehme die Änderungen entweder hier mit dem Klick oder mit Escape und habe dann die Änderungen mit drin. Jetzt sehen Sie schon hier, warnt er natürlich, die Fläche wäre dann natürlich ein bisschen zu klein, um das noch als reelle Terrasse dort zu machen. Also auch da kriegen Sie zumindest den Hinweis, dass das in der Praxis schwierig oder gar nicht umsetzbar ist und man das dort an der Stelle dann verändern sollte oder Bauseits anpassen sollte. Ja, dann ist eben auch hier die Unterkonstruktion mitgelaufen. Ne? Sie sehen unter der Querdiele, die wird dann eben quer unterstützt mit der Unterkonstruktion und so weiter. Ja, dann haben wir auch noch die Möglichkeit, die Terrasse zu drehen. Wir gehen mal einmal, haben wir die Möglichkeit eben die Terrasse zu drehen. Sie sehen, dann fallen die Querdielen erstmal wieder raus. Die könnte man jetzt wieder einsetzen und dann würden sie eben so längs laufen. Das heißt, wir können die Terrassenfläche einmal drehen. Ja, auch für Sie vielleicht wichtig, ne, wenn es dann eben am Bau ist und Sie denken, ich möchte meinem Kunden das eigentlich von links nach rechts anbieten und der Kunde besteht nachher drauf, aus welchen Gründen auch immer, ich möchte es lieber von oben nach unten laufen lassen, dann haben Sie die Möglichkeit, in diese Konfiguration kurzfristig reinzugehen, das einfach zu drehen und Ihrem Kunden wieder neu zu präsentieren. So, dann haben wir eben auch die Möglichkeit der Schrägen. Ja. Ich lasse das jetzt hier auf geraden Schnitt, weil man es dann eben am besten sieht. Also die Unterkonstruktion folgt dann dem Deck. Sie sehen dann immer, dass die Unterkonstruktion sich an der Stelle mitdreht. Und wir haben auch die Möglichkeit, dass wir den Winkel individuell verändern können. Und jetzt zum Beispiel 145 Grad eingeben. Und dann werden Sie gleich sehen, rechnet er ganz kurz und zack, ist das Deck nochmal ein bisschen weiter gedreht als jetzt ohnehin schon.
So, und so kann man ja, das anpassen, wenn Sie eine schräge Hauswand haben. Was sind das schätzungsweise? Sind das 160 Grad grob? Dann, dass das quasi zu der Wand parallel läuft oder wie auch immer. Das können Sie dann ganz individuell mit Ihrem Kunden besprechen und so veranschlagen. Ja, jetzt ist halbwegs parallel, noch nicht ganz, aber ich glaube, es wird klar, was ich damit sagen möchte. Ja, dann haben wir die Möglichkeit, auch den Fugenschnitt, ich stelle mal hier kurz wieder auf Standard, einfach um es zu verdeutlichen. So stellt man das auch ratzfatz wieder zurück. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, die Fuge zu verschieben. Wir könnten jetzt sagen, boah, an der Stelle gefällt es mir überhaupt nicht. Die muss ein Meter, ja, machen wir mal 1 Meter nach rechts. Jetzt werden Sie gleich sehen, dass sich die Fuge 1 Meter nach rechts verschiebt. Aufgrund der Dielenlänge wird wahrscheinlich hier eine neue Fuge reinkommen. Das könnte man dann eben bei der Dielenauswahl nochmal wieder einstellen. So, dann haben wir jetzt das quasi um 1 Meter nach rechts verschoben. Oder wir können sagen, nee, war falsch, ich wollte 1 Meter nach links, dann geht dort auch der Minuswert. Ja. Und warum auch immer gefällt einem denn so die Fuge am besten. Das Gleiche kann man auch bei dem anderen Stoß machen. Hier fällt es bloß vielleicht nicht ganz so schnell auf. Machen wir mal auf 1 Meter nach rechts. Müsste sich die Fuge jetzt quasi hier ungefähr hin verschieben. Und das Ganze wird dann sichtbar nach dem Tabulator und hat sich nicht wirklich verändert, weil es das nicht im Optimum ist. Machen wir mal auf 2 Meter. Genau, dann sehen Sie, hat sich das weiter verschoben. Gut, ja, und so kann man eben spielen, links, rechts und das gleiche oben, unten. Wenn wir jetzt die andere Verlegerichtung gewählt hätten, gibt es eben dieselbe Möglichkeit. Man kann eben immer auch hier den Ausgangspunkt wählen, von wo aus sich das verschiebt. Hier war jetzt quasi A als Ausgangspunkt gewählt. Wenn wir das Ganze von F machen, dann rechnet er um und macht das von F. Dann sehen Sie wieder, hier schwierig zu realisieren. Okay, hören wir auf den Konfigurator und machen aus den 2 Metern 1,90 und haben das dann zumindest an der Stelle gelöst, hier dann nicht. Und so kann man das eben optimal anpassen, bis man das Optimum für die Terrasse gefunden hat und fertig. Ja, Rahmendielen, wie gesagt, hatten wir. Und damit wäre der nächste Punkt dann die Unterkonstruktion. Ne, hier entscheiden Sie, ist das eine Privatterrasse oder ist das eine gewerblich genutzte Terrasse? Bei gewerblich genutzten Terrassen ist der Anspruch, dass die Fläche 4 kN pro Quadratmeter aushalten muss, für den Privatbereich 2 kN pro Quadratmeter. Und auch das ist hinterlegt. Wir haben jetzt hier für die Kebunidiele 45 cm Unterkonstruktionsabstand, so wie es hier oben gezeigt ist, bei privater Nutzung. Und wenn Sie hier auf gewerblich umschalten, verringert sich der Unterkonstruktionsabstand und wir. Na, schon. Ach, bei Kebuni ist das dann an der Stelle gleich. 45 für, ja genau, wir können ja 50 bei der Kebuni-Diele im privaten Bereich, das hat hier im Optimum nicht hingehauen. Und deswegen bleibt 45 an der Stelle bestehen, wo Sie mal einen anderen Terrassenbelag gleich nochmal einmal wählen, um das zu zeigen. Ja, genau, dann können wir eben die Unterkonstruktion auswählen. Voreingestellt ist eben immer die passende Unterkonstruktion für das passende Deck, für die passende Deckdiele. Und da ist in dem Fall jetzt hier die Kebuni Character unter Konstruktion. Wir können dann genauso gut auf die Kebuni Clear unter Konstruktion gehen. Zack, ist dann auf Clear umgerechnet, macht sich dann hier in der technischen Zeichnung gar nicht bemerkbar, aber dann eben preislich. Oder wir können sagen, dass wir auf eine Alu-UK gehen. Wenn Sie jetzt zum Beispiel die Smart nehmen, die ist ja, darf ja nicht aufgeständert werden. Dann, die nehme ich gleich als nächstes. Ne, wir nehmen erstmal die Twixt, sonst zerschieße ich alles andere.
Wir nehmen erstmal die Twixt, also die Alu-UK. Dann sehen Sie, dass hier die Abstände größer geworden sind zwischen den Terrassenlagern. Ich gehe nochmal zurück, mache nochmal die Kebony Character rein. So, dann haben Sie hier den Abstand der Terrassenlager zueinander mit 47 cm. Und wenn Sie dann auf die Twixt Alu-UK gehen, dann ist das Optimum an der Stelle 94 cm. So, und somit errechnet sich dann wieder eine neue Anzahl an Terrassenlager und so weiter. So, jetzt habe ich ja gerade gesagt, ich könnte mir dann gleich alles zerschießen mit den Höhen. Und das ist auch ein Sicherungsgrund, wenn wir die Alu-UK Smart ISO Step nehmen. Die darf nicht auf Terrassenlager aufgeständert werden. Und deswegen schmeißt er dann an der Stelle die Höhen runter. Und Sie kriegen die Warnung, dass die Höhe angepasst wurde. Ja. Die Höhe ist bei der Terrassenform. Dann ist eben die Höhe weggenommen, die kann man nicht ändern, sondern dann ist es wirklich nur noch in der Materialliste die Smart ISO Step und die Deckdiele. Ja. Weil die darf wirklich nur vollflächig aufliegend verwendet werden und das ist für Sie dann eben an der Stelle auch die Sicherheit. Okay. Unter Konstruktion, stellen wir mal wieder zurück auf die Kebony Character unter Konstruktion. Und machen die Höhe jetzt mal wieder auf die Pauschale von 15 cm. Und haben dann wieder unsere normale Terrasse von vorher. Und Sie haben dann hier die Möglichkeit, auch dabei der Unterkonstruktion zu wählen. Ja, es gibt ja die Befestigung am Untergrund. Ja. Dann gibt es die Möglichkeit des Leiterrahmens, der versetzten Versteifung. Die bauen wir dann so ein und zack, haben wir die dort mit drin. Oder wir möchten einen Rahmen ausbauen. Sie haben schon gesehen, bei den Schrägen ist der Rahmen dann sowieso vollumfänglich drin, um der Terrasse komplett Stabilität zu geben. Und jetzt verändere ich das einmal wieder auf eine Grundform, damit wir das auch deutlicher sehen. Ist wie gesagt nur in der Darstellung, ne, Befestigung am Untergrund, dann haben Sie keinen umlaufenden Rahmen. Dann, wenn Sie das als Rahmen ausbilden, haben Sie die Möglichkeit, eben versetzte Versteifung zu wählen oder eben auch den komplett durchgehenden Rahmen, den man je nach Höhe auch als Konterlattung dann ausbilden kann. Ja. Dann im Prinzip ist uns der Untergrund bei allen bisherigen Punkten gar nicht wichtig, weil der muss immer tragfest und tragfähig sein und verdichtet sein. Wir machen das nur in einem Punkt, weil es immer mehr auch um Dachterrassen geht. Und bei Dachterrassen hat man mitunter, ja, entweder hat man eine Betonoberfläche oder hat da schon eine Keramikabdichtung drauf oder irgendeinen Naturstein oder was auch immer. Und dann können wir hier die Pads mit einplanen, um einfach das voneinander zu entkoppeln. Was aber immer häufiger wird, ist eben auch Flachdachabdichtung mit Kunststoff. Und wenn wir sowas haben, dann ist ein Pad mit Beschichtung einzusetzen. Und deswegen machen wir hier an der Stelle die Abdichtung, Quatsch, die Abfrage, um eben auch Ihnen das richtige Pad an die Hand zu geben. Ja, wenn Sie dann eben eine Bitumenabdichtung oder ja, Flüssigkunststoffabdichtung, was auch immer dort haben, dann ist eben, um eine Weichmacherwanderung zu verhindern, also dass sich die Werkstoffe gegenseitig über die Zeit egalisieren, kann man eben das Pad mit Beschichtung, das hat dann eben eine Trennschicht. So, und das wird dann automatisch an der Stelle mit eingeplant. Und wenn wir Beton, Stein, Keramik, was auch immer haben, dann ist eben das Pad ohne Beschichtung an der Stelle. Ja. Und das ist dann in der Größe des Terrassenlagers, sodass man das eben dort von dem Untergrund entkoppeln kann. Ja, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, okay, an welchen Seiten habe ich denn eigentlich feste Bauwerke, um das meinen Kunden besser darzustellen? So, und da habe ich zum Beispiel dort die Hauswand bei AB, die wird dann so grau schraffiert dort eingetragen.
Und ich habe dort vielleicht einen Ausgang. Ja, und dann, wenn ich den ebenerdig machen möchte, also dass ich keinen Höhenversatz dort habe, dann muss ich eine Rinne einplanen, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Das ist einfach Vorschrift. Da reichen die Fugen, der Terrassendielen nach Vorschrift nicht aus und somit ist dort, eine Rinne einzusetzen. So, und da können wir sagen, okay, die Rinne ist auch an der Fläche AB. So, und dann sagt er erstmal, okay, an der ganzen Seite, wird das eingeplant. Brauchen wir aber vielleicht gar nicht, weil wir das eben nur an den ebenerdigen Ausgängen dort haben. Dann können wir sagen, nur vor dem bodentiefen Element. Sagen dann, an welcher Stelle sich unser bodentiefes Element, also unsere Ausgangstür auf die Terrasse befindet. So, dazu müssen wir die Seite auswählen. Dann sehen Sie schon, taucht das Drainagerohr dort auf. Und dann wissen wir, von links fängt das nach 2,50 Meter an. Und die Türbreite ist 2 Meter und dann wird dementsprechend dort das Drainagerost eingeplant. Ja, dann haben wir vielleicht mehrere Eingänge und jetzt kommt eben ein wichtiger Punkt, der vielleicht in der späteren Planung dann noch wichtig ist, wenn Sie mal mit Ihrem Kunden so weit sind. Man kann auch nachträglich weitere Punkte einfügen. Das bedeutet, hier mit dem Plus kann man weitere Eckpunkte hinzufügen. Und jetzt haben wir da drei bodentiefe Elemente. Dann machen wir da zum Beispiel einen neuen Eckpunkt und da einen neuen Eckpunkt und Änderungen wieder übernehmen oder mit Escape. Ich klicke hier Änderungen übernehmen. Und dann haben wir die neue Terrasse. Lassen wir uns den Belag mal wieder anzeigen, scrollen ein bisschen raus. Ich habe dann auch immer die Möglichkeit, die Terrasse zu verlängern. Ja, ich könnte sagen, okay, ich ziehe sie jetzt hier nochmal raus um 1,50 Meter. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder wo ich eben dabei war, waren ja die bodentiefen Elemente. Und wir haben dann an der Stelle drei Stück. So, die legen wir jetzt einfach mal fest. Das ist einmal die Strecke AB. Dann die Strecke BC und die Strecke DE. So, dann ist immer voreingestellt die gesamte Seite in und können dann eben sagen, wieder vor dem bodentiefen Element oder im bodentiefen Element. Nehmen wir einfach mal hier verschiedene Optionen im bodentiefen Element. So, und dann müssen wir natürlich die bodentiefen Elemente wieder hinzufügen. Tun Sie es nicht, kommt automatisch aber auch ein Hinweis. So, und dann sucht man sich hier die vorausgewählte Seite aus. Fangen wir mal an mit DE. Dann ist das Drainagerost dort wieder eingezeigt. Und jetzt können wir nicht ganz so lang werden, weil wir nur 2,74 haben. Also sind das 50 Zentimeter und ja, ist vielleicht 1,50 lang. So. Und das Gleiche machen wir dann bei AB. Muss ich hier hinzufügen. So. Und was haben wir? DE. So, und dann noch ein dazu. So, dann haben wir hier unsere drei Elemente. AB, dann BC, dann meine Folge und dann die DE. So, und dann haben wir die da und dann können wir quasi wieder anpassen. Machen wir immer alle gleich. 50. Oh, das ist damit weggeflogen. Sehen Sie, wenn ich was falsch mache, wirft er entweder Fehler aus oder verwirft das sogar und dann muss ich einmal neu starten. Also grundsätzlich können Sie wenig falsch machen, also keine falsche Planung erzeugen. Ne, ich hatte jetzt einfach statt 50 Zentimeter dort 500 Zentimeter und das hat dort an der Stelle nicht hingepasst. So, und hier lassen wir den nach 20 Zentimeter starten und sind 2 Meter lang. So.
Und dann sehen Sie, sind die Ausgänge und Drainageraster dementsprechend dann dort eingeplant. Und das taucht dann auch in der Konfiguration wieder auf. Also das läuft automatisch in meinem Hintergrund mit, die Materialkonfiguration. Und dann sehen Sie eben, dass auch die Automatik ein Drainagerost ist von 3 Metern da, ne, weil hier hatten wir jetzt 2 Meter Länge. Das können wir mit der Länge 1,90 nicht mehr abbilden. Also kommt ein Drainagerost von 3 Meter mit dazu. Und die anderen beiden waren 1,20 und 1,50 lang. Und da haben wir dann zwei Drainageroste in der Länge 1,90 Meter. Und daraus können wir das dann eben bauen, die Drainage. Ja, das ist die Möglichkeit. So, dann habe ich auch die Möglichkeit anzugeben, an welchen Seiten ich Verblendungen haben will. Jetzt haben wir ja gesagt, hier ist die Hauswand. Somit können wir dann eben die Verblendung bei A bis H zum Beispiel einplanen und bei H bis G. Sie werden das jetzt hier in dem Moment nur beim Preis sehen, weil er Dielen dazu plant. Ja, jetzt haben wir 38, 53, 3. Und bei der 9 Meter Länge, das ist G bis H. Und eben hatten wir die Menge 38, 53, 3. Und jetzt sind hier eben von 3 Meter 3 Dielen dazugekommen. Und so können wir eben die ganze Terrasse drumherum machen. So, und dann gibt es eben noch das optionale Zubehör. Wir können einmal jetzt an der Stelle Kebuniöl mitnehmen. Wir können noch Unkrautvlies mitnehmen, wenn wir eben auf verdichteten Schotter waren oder was auch immer. Das können Sie eben dort mit zunehmen. Und es wird immer gleich die empfohlene Menge mit aufgegeben. Das heißt, im Hintergrund läuft jetzt für die Fläche, brauche ich also 5 Liter Öl oder 4 Liter Öl. Und das heißt, ich brauche zwei Farbtöpfe. So, die zwei kann ich dann hier mit reinnehmen. Und die tauchen dann eben an der Stelle mit in meine Materialliste auf, zwei Dosen Öl. Und genauso eben beim Unkrautvlies, ne, das ist hier 50 mal 1,50, das reicht für meine Fläche anscheinend gut aus. Und da kann ich die empfohlene Menge von 1 eintragen und habe dann das Unkrautvlies hier mit drin. Ja. Grundriss hochgeladen haben wir, dann haben Sie immer die Möglichkeit, wenn Sie irgendwo nicht weiterkommen, auch Feedback zu geben, positiv wie negativ. Mensch, hier, warum fehlt hier noch die Möglichkeit sowieso? Oder macht euch mal Gedanken, ich möchte gerne noch das und das drin haben oder. Also da können Sie uns gerne immer Ihr Feedback geben und uns abschicken. Ja, also hier unten rechts ist der Feedback-Button und dann kommen die Nachrichten zu Marc und Marc kümmert sich dann darum, dass Sie da zeitnah eine Antwort drauf bekommen. Ja, Marc, habe ich irgendwas vergessen? Du könntest vielleicht noch kurz zeigen, wie die Materialliste aussieht. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen, was Genau. rauskommt. Ja, genau. Jetzt kann ich hier unten, klar, das Ende natürlich, ne, die Konfiguration anfordern. Ja, kann mir das per PDF zuschicken lassen oder als E-Mail. Ich habe die Möglichkeit, eben, wie ich schon mehrfach geklickt hatte, hier die Materialliste aufzurufen. Und es wird dann eben ab Punkt X wird hier eine Konfigurationsnummer vergeben. So, und wenn ich diese jetzt speichere, kann ich der eben einen Namen geben und kann sie speichern. Und dann sehen Sie, wird eine Konfigurationsnummer vergeben. Wenn ich jetzt hier Änderungen mache, ja, wie ich das erst gesagt habe, was machen wir nochmal Schickes hier? Hier ziehen wir das mal ein bisschen rein. Ja, dann ich bloß einmal die Seite rausnehmen. So. Und dann sieht es wieder alles schick aus. Und ich kann auf den Punkt klicken. Ja, Änderung übernehmen. Habe ich die Terrasse wieder so. Habe dann wieder meine Materialliste. Und jetzt ist ja Version 1 gespeichert. Jetzt könnte ich das nochmal umbenennen. Oder ich speichere mir eben einfach die neue Version und dann kriegt er automatisch die Version 2.
Ja, also die Version 1 bleibt unveränderbar, die Version 2 bleibt unveränderbar und je nachdem, welche Nummer Sie Ihrem Kollegen, Mitarbeiter, Kunden geben, haben wir dann immer die eindeutige Zuordnung für jede Konfiguration. Ja, und in der Materialliste finden Sie dann eben die Dielen, die Unterkonstruktion, die Pads ohne Beschichtung an der Stelle, die ausgewählten Terrassenlager nach der Höhe. Die Clips, die Startclips und dann eben, was wir extra gewählt hatten, das Kebuniöl und das Unkrautvlies. Das Stirnkantenwachs empfehlen wir sowieso generell für alle Holzterrassen. Gerade an heißen, trockenen Tagen mindert das Stirnkantenwachs eben die Endrisse von den Holzterrassendielen. Und deswegen ist das nie ein Nachteil, mit einem Stirnkantenwachs zu arbeiten. Ja, hier sieht man noch die Stückliste und wir können uns dann eben die Materialliste abrufen. Ich habe vorhin mal eine vorbereitet, damit das Ganze schneller geht und wir nicht auf eine E-Mail warten müssen. Während du suchst, vielleicht von mir nochmal kurz der Hinweis, der Christian hat es angesprochen, rechts unten der Feedback-Button. Da wäre mir wichtig zu sagen, dass es ein anonymes Feedback ist. Also wir, obwohl Sie eingeloggt sind, wissen wir nicht, wer das Feedback abgibt. Also frei weg von der Leber. Wenn Sie da allerdings nach einem Rückruf bitten oder sowas oder auf eine Antwort warten, wird halt schwierig, wenn ich ein anonymes Feedback habe. Also da bitte nichts reinschreiben, wo Sie vielleicht eine Antwort von uns erwarten wollen. Es gibt eine Konfiguratoradresse, die sehen Sie auch, wenn die E-Mail an Sie geschickt wird mit den Unterlagen. Da können Sie jederzeit antworten. Da sehen wir dann natürlich auch, wem wir antworten können. Aber bei dem Feedback unten rechts ist uns wichtig, dass es anonymisiert ist. Das erleichtert vielleicht für den einen oder anderen, gut wie schlecht, seine Meinung abzugeben. Dankeschön. So, Konfiguration. Also, wenn Sie die abrufen und sich zusenden lassen, ja, dann kriegen Sie eben eine PDF-Datei. Die sieht dann so aus. So, das war vorhin dann, wie gesagt, eine andere Terrasse, die war 36 Quadratmeter groß, Kebuni Clear, ohne Nut und so weiter, hatte den UVP dort an der Stelle. Und dann sieht man eben alles, was man nochmal gemacht hat. Vorhin haben wir, wie gesagt, auch rumgespielt. Da haben wir dann eben den Stoß genau dort auf die Kante gesetzt, sodass man eben die Fläche und die Fläche dann hat. Haben auch ein paar Roste eingebaut, haben dann eben dort die Höhen gleichgelassen. Sie sehen, dass dort die unterschiedlichen Gradzahlen sind. Nochmal den Bau der Unterkonstruktion. Hier ist das dann eben mit dem Leiterrahmen dort geschehen. Dann die Anzahl der UKs und welche Länge wir brauchen. Dann gibt es einen Zuschnittsplan eben für die Baustelle. Ja? Und das ist eben auch noch ganz wichtig. An der Stelle 23 der ich muss einmal kurz scrollen. Wir haben 30 UKAS insgesamt und davon bleiben 23 in der vollen Länge. Eine UK wird geschnitten auf 2,67, 43, 43, 7,4. Das sind dann irgendwelche Zwischenpunkte hier an der Stelle. Dann haben wir, die nächste wird geschnitten auf 33, 43 und so weiter. Und so haben Sie quasi für jede UK das, was Sie dazu schneiden müssen, um die Terrasse fertigzustellen. Ja, und dann, das ist jetzt hier quasi im Wesentlichen der Leiterrahmen, der dann eben für die Aussteifung da ist. Ja, hier wird nochmal angezeigt, wo was zu setzen wird, welche Diele wie. Ja, auch dafür gibt es eine Zuschnittliste dann, die dann eben so aussieht. Wirkt im ersten Moment vielleicht verwirrend, aber Sie haben eben die eindeutige Zuordnung mit der Nummer. Ja, hier ist das Diele 1 bis 35 und die finden Sie eben alle hier auf dem Dielenverlegeplan wieder. Ja. Und damit ist die Zuordnung eben für den Zuschnitt sehr eindeutig. Ja, und
Ganz am Ende sieht man dann eben die Materialübersicht, welche Deckdiele, welche Schraube. Das war jetzt zum Beispiel Kevony ohne Nut an der Stelle auf Holz-UK mit Drainagerosten auf Terrassenlager. Und dort gibt es dann eben auch gleich im Konfigurator die richtige Schraube mit dazu. Wir hatten ja jetzt in dem Fall, den wir gerade durchgespielt haben, Klipse. Und hier haben Sie eben die richtige Schraube aus dem Sortiment, die dazu passt, um die Deckdiele an der UK direkt von oben zu befestigen. Wenn das Ganze noch mit einem Gummo-Distanz gäbe, beim Clip eben brauchen wir es nicht, da erhöht der Clip die UK, beziehungsweise erzeugt einen Zwischenraum zwischen der Unterkonstruktion und der Deckdiele. Dort hier haben wir keine andere Chance, also muss hier das Distanzprofil Gummo-D an der Stelle rein. Ja, und dann eben sehen Sie schon, wenn ich hier mit der Maus rüberfahre über die Konfigurationsnummer, dann komme ich immer automatisch in diese Konfiguration wieder rein. So, einmal den Bildschirm wieder wechseln. Zack, freigeben. So, und zack bin ich in der Konfiguration, die ich Ihnen gerade eben in der PDF gezeigt habe. Und könnte jetzt hier wieder rumbauen und basteln, kann die Fuge wieder verschieben, was auch immer ich an der Stelle möchte. Ja, hier können wir das jetzt vielleicht mit dem Unterkonstruktionsabstand nochmal zeigen. Wenn wir hier jetzt, hier haben wir ja 47, 46 Zentimeter und wenn wir jetzt hier auf gewerblich gehen, dann verändert sich das eben auf 40 Zentimeter, sodass dass Sie das dann eben auch sicher planen können. Gut, ja, haben wir alles? Gehen wir noch mal kurz auf die Warenkorbübergabe ein, oder? Wir hatten ja vorhin in der Konfiguration den Warenkorb. Wenn du vielleicht noch mal in den Shop springst. Genau, dann gehe ich mal hier hin. Das ist eben die Konfiguration, die wir gemeinsam eben geplant haben. Und dann habe ich die Möglichkeit, sofort diese Ware in den Warenkorb zu schieben. Ja, das heißt, ich bin mir mit meinem Kunden einig, habe die Terrasse fertig geplant und möchte jetzt mit dem Bau demnächst loslegen. Dann kann ich eben alles, was ich hier in der Konfiguration ausgewählt habe, direkt in den Warenkorb legen. Dann dauert das einen kleinen Moment. Das geht bei Ihnen mit Sicherheit ein bisschen schneller. Das ist jetzt hier unsere gemeinsame Datenverbindung und die Auslastung meines Rechners an der Stelle, sodass das 1, 2, 3 Sekunden länger dauert, als wahrscheinlich, wenn Sie das nachher machen. Ja, das dauert echt lang bei dir. Ja, vorhin hat das komplett reibungslos geklappt. Vielleicht können wir ja eine Zwischenfrage mit einschieben. Ja, gerne. Christian, wird das Ganze verschnittoptimiert angeboten? Also das heißt, die Längen, die das Programm natürlich jetzt ausspuckt, wird das Ganze natürlich diese Abschnitte, wird das gleich wieder mitverbaut? Wie ist das? Ja, also das wird optimal nach der Optik, wie gesagt. Das ist das oberste Gebot, wie gesagt. Die Terrassenoptik ist ja für den Kunden ziemlich wichtig. So, und je nach Optik und Voreingaben der Längen, ja, wird das Optimum daraus gemacht. Ja, so, und jetzt hab ich hier ja, 5,55 Meter, habe hier als Wunschlänge die 3 Meter. Jetzt kann ich das genauso gut auf 4 Meter, wie gesagt, stellen. Dann gibt es am Ende eine andere Optik. Ja, und somit werden dann aber auch die Abschnitte bestmöglich gleich wieder mit eingebaut oder eben auch andere Längen ausgewichen, weil sie in dem Moment sinnig entscheiden. Ja, und das sehen können wir hier an der Stelle nicht sehen. Das sehen wir dann nachher nur über die Zuschnittliste. Aber da haben wir geprüft und dem können Sie dann quasi vertrauen, dass Sie daraus das Optimum kriegen und ja, Verschnitt reduziert arbeiten. Ne? Genau. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Jawohl, ich denke, passt. Danke dir. Gut, Warenkorb, Warenkorb genau. nochmal. Genau, also der hat das rübergeschoben, war dann quasi in dem Moment, stand hier unten, Ware ist jetzt im Warenkorb und jetzt finden wir alle Dinge aus unserer Konfiguration hier im Warenkorb.
So, dann kann ich noch sagen, davon nehme ich noch eine Diele extra zur Sicherheit, falls ich mich irgendwo verschneide oder vielleicht gefällt mir eine Diele dem Kunden nicht ganz so gut oder was auch immer. Oder ich möchte noch mal ein paar Pads mehr haben, damit ich die Sicherheit habe. Also das können Sie alles einstellen oder ich möchte zwei Pötte Stillenwachs haben oder. Das können Sie alles noch verändern. Wie gesagt, haben Sie hier Können immer. aber auch andere Produkte dazufügen. Genau, andere Produkte kann man genauso dazufügen. Und man kann eben den Warenkorb speichern oder eben zur Kasse gehen und bestellen diese Das Kunden. machst du jetzt bitte nicht. Warum nicht? Wir können dir Weil doch mein endlich mal eine Account ist. Kipuli-Terrasse liefern. Geh doch mal bitte noch mal auf den Bereich Ihr Konto und zeig noch mal die Übersicht der gespeicherten Terrassenkonfigurationen. Ob da Genau. vielleicht was So. etwas sagen können. Hier haben wir, wenn Sie eingeloggt sind, wie gesagt, dann haben Sie hier alle Ihre Terrassenplanungen drin, die Sie gemacht haben. Wie Sie sehen, hier ist jetzt die wir vorhin gemacht haben, der haben wir im Namen gegeben, das ist die Konfiguration Webinar vom 12.06. Wir sehen noch wieder unsere Versionsnummer und wir sehen, es mag sich weiterhin dagegen wehrt, die Ware zu bestellen. Und dann können wir die eben aufklappen. Und sehen dann nochmal eben den Warenkorb, sehen auch gleich, was alles Lagerware ist und verfügbar ist. Und wir können dann jetzt über diesen Button, könnten wir zurück wieder in den Konfigurator gehen, dann würde die Konfiguration wieder laden. Oder wir können eben die PDF aufrufen. Genau. Wichtig an der Stelle ist, das sind die Konfigurationen, die Sie an den Warenkorb übergeben haben. Das sind nicht die, die Sie gespeichert haben. Die Sie gespeichert haben und nicht übergeben haben, die finden Sie jederzeit im Konfigurator anhand der Konfigurationsnummer samt der Version. Aber alles, was Sie übergeben haben an den Warenkorb, finden Sie auch in diesem Bereich hier. Genau. Joa. Okay, sind wir soweit durch, oder? Okay, Joa, gut. Stand jetzt fällt mir keine weitere Funktion ein. Wie gesagt, alles kann man verschieben im Nachgang, kann aus einer Außenecke eine Innenecke machen. Und das wird dann eben alles immer in Sekundenschnelle berechnet. Wir hatten jetzt hier noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar ist natürlich jetzt hier auch in der Outdoor-Broschüre das Thema Keramikfliesen drin. Und jetzt war die Frage, ob das auch im Konfigurator dann entsprechend irgendwann hinterlegt sein wird. Vielleicht können wir da noch mal ganz kurz eine Erklärung dazu abgeben. Marc, ich glaube, das ist derzeit nicht in Planung, ne? Der Also Keramik. Keramik nicht. Was wir natürlich planen, ist, dass wir das Sortiment ausweiten. Also wir haben aktuell nicht alle Dielenlängen, alle verfügbaren Dielenlängen. Wir haben nicht alle Produkte drin, die an allen Standorten verfügbar sind. Da haben wir noch leichte Abstriche drin. Dass wir das auf jeden Fall im Bereich der Terrassendielen ausweiten. Bei Keramikfliesen kenne ich den Plan aktuell nicht. Wenn er in die Logik passt, kann man darüber reden, jederzeit. Kann ich aber jetzt noch kein Zeitfenster sagen. Ja, ist natürlich ein mächtiges Tool jetzt schon und das bedarf natürlich auch immer stetiger Weiterentwicklung. Also von dem her sollten wir da auf jeden Fall dranbleiben. Wir bleiben auch dran und Definitiv, sobald ja. sich da natürlich was ändert, ne, so, werden Sie da natürlich auf dem Laufenden gehalten. Jetzt haben wir hier noch eine Frage zu den Montagezeiten. Das ist natürlich eine Frage, die kam auch das letzte Mal schon auf. Das können wir pauschal natürlich pro Baustelle nicht beantworten. Also die Montagezeiten sind natürlich in den Preisen dann noch nicht mit einbegriffen. Da bitte, da müssen Sie selber Ihre Erfahrungen, Ihren Erfahrungsschatz spielen lassen und dann entsprechend dort die Kalkulation vornehmen. Genau, wir können lediglich natürlich nur die Materialauflistung und die Materialberechnung, die Verschnittoptimierung entsprechend darstellen. So Genau. ist es, genau. Wir wissen nicht, was muss im Untergrund vorbereitet werden und so weiter. Wie sind die Gegebenheiten vor Ort? Das können wir einfach gar nicht abbilden. Und unterschiedliche Handwerker haben auch unterschiedliche Verrechnungssätze.
Genau. Wenn wir soweit durch sind, Marc und Christian. Genau. Dann passt das. Dann haben wir genau eine Stunde nämlich ziemlich punktgenau gerockt sozusagen. Und wenn Sie natürlich noch im Nachgang Fragen haben, dann stehen wir jederzeit parat. Entweder per E-Mail redaktion@klöpfer.de oder Sie nutzen auch entsprechend den Kontakt zu Ihren Außendienstler, zum Innendienst oder auch die Feedback-Funktion, wenn es anonym sein soll. Genau. Vielen herzlichen Dank an Christian und Marc für eure Zeit, für die tolle Erklärung. Ich denke, das ist ein umfassendes Tool, was auch ziemlich erklärungsbedürftig auch ist. Soll natürlich aber niemanden abschrecken, das Tool zu nutzen. Teilen Sie uns Ihre Erfahrung bitte gerne. Und ansonsten vielen, vielen Dank für Ihre Micha, Teilnahme. Jawohl. eine Frage hätten wir noch. Schauen wir schnell aus dem Chat. Wo findet man notfalls das Video dann zukünftig? Genau, Sie werden also benachrichtigt, dass die Aufzeichnung zur Verfügung steht und da wird dann auch der Link sein auf der Landingpage, die wir eh schon jetzt schon eingerichtet haben. Also da, wo Sie sich registriert haben, wird dann wahrscheinlich morgen dann im Laufe des Tages auch die Aufzeichnung zu sehen sein mit sämtlichen Unterlagen, die wir da auch liefern können. Genau. Aber Sie erhalten dazu nochmal eine E-Mail. Genau. Super, dann vielen, vielen herzlichen Dank an euch beide. Vielen Dank an Sie da draußen. Und jetzt heißt es Feierabend genießen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke. Ja. Danke, ciao. Ciao.